ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel lesen konntet, habe ich heute die NYX Suit Lip Creams. Es sind 8 verschiedene Farben, die ich ergattern konnte auf der Glow Convention. Und ich dachte mir, das wäre ein wunderschönes Videothema. Es sind Farben, die nicht alltäglich sind, die ausgefallen sind, die man wirklich cool kombinieren kann. Und ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an. So, ich bin jetzt ein bisschen näher an der Kamera dran und ich beginne mit dieser Farbe hier. Das ist die Farbe Sandstorm und dann tragen wir sie mal zusammen auf. Ja. So sieht das Ganze aus. Und ja, also sie fühlen sich sehr, sehr leicht auf den Lippen an. Klar färben die jetzt noch ein bisschen ab, also färbt noch ein bisschen ab. Aber die trocknen sehr schnell. Ich habe die nämlich gestern schon mal ausprobiert, habe die wirklich den ganzen Tag getragen. Und man kann mit denen trinken, aber nach dem Essen würde ich es auf jeden Fall nochmal nachziehen. Weil, ja, weil die sich ein bisschen auflösen und dann so wässrig, ölig werden. Also ich habe die jetzt noch ein paar Minuten drauf gelassen und man kann sehen, dass die ein bisschen matter getrocknet ist. Und ja, abfärben tut es auch nicht mehr so stark, also kann man echt gut tragen. So, dann kommen wir mal zur zweiten Farbe und das ist die hier. Die ist so ähnlich, die heißt 04 Soft Spoken. Und dann probieren wir sie mal aus. So, also das ist jetzt die Farbe von Nam. Also ist auch so braun ins rötlich gehende. Also ich finde, eine sehr schöne Farbe. Also die Verpackung kommt auch auf jeden Fall hin. Das ist ja bei den Kylie Cosmetics nicht so. Habe ich zumindest gehört. Ich besitze sie leider nicht. Und dann würde ich sagen, mache ich es mal ab und wir kommen zur nächsten Farbe. Also die nächste Farbe wird hier sein, diese knallige Orangefarbe. 05 Orange Country heißt sie. Mal sehen, wie sie sich macht. Also, wow, ich muss sagen, diese Farbe knallt schon echt rein. Ich habe diese Farbe auch gerade, also alle diese Farben außer eine, diese All-Day-Farbe, habe ich gerade alle zum ersten Mal drauf. Deswegen bin ich auch sehr, sehr überrascht. Ja, ich würde sagen, kann man auf jeden Fall tragen, oder? Was sagt ihr? Ja, also die trocknet auf jeden Fall schneller als die andere. Auf jeden Fall. So, ich habe mir nochmal schnell eine Base besorgt, weil die Lippen etwas austrocknen. Aber das ist ganz normal, wenn man so viel hinmacht, wie ich jetzt gerade. So, kommen wir zur nächsten Farbe. Das ist diese hier, die ist so leicht pinkig. Und das ist die 02 Life's a Beach. Okay. Dann tragen wir mal Life's a Beach auf. So, also das ist jetzt die Farbe. Auch wieder sehr farbintensiv, sehr knallig. Ja, man muss es auf jeden Fall tragen können, zu einem Outfit am besten kombinieren. Aber ansonsten finde ich es echt super. Die nächste Farbe, die ich für euch habe, ist diese hier. Das ist die 06 Sway. Und die tragen wir jetzt auch mal zusammen auf.
wow. Eine wahnsinnig farbintensive Farbe. Ja. Alltagstauglich vielleicht nicht. Zum Weggehen am Abend auf jeden Fall. Man fällt auf jeden Fall damit auf. Was mir aufgefallen ist, diese Applikatoren von diesen Liquid Cream Lipsticks. Liquid Cream Lipsticks sind echt super. Also man kann echt schön präzise arbeiten, schön in die Mundwinkel, schön am Lippenherz vorbei. Finde ich echt super. So, die nächste Farbe, die ich für euch ausprobieren werde, ist diese hier. Ist so ähnlich wie Sway, nur ein bisschen dunkler. Die heißt 10 Amethyst. Also, erstmal ein großes Lob an diesen Applikator, der ist echt super. Ich muss sagen, diese Farbe gefällt mir erstaunlich gut. Wahnsinn. Würde ich auf jeden Fall so tragen, also wow. Also ich mag diese Farbe sehr, sehr gerne. Was sagt ihr dazu? So, die vorletzte Farbe wird diese hier sein. Das ist die 12 Vintage. Das ist so ein Retro-Style. Ein Bordeaux-Rot. Also diese Farbe ist jetzt sehr dunkel, aber ich finde auch sehr, sehr schön. Ja, kann man auf jeden Fall tragen. Also ich finde die sehr, sehr schön. Es ist dieser Vamp-Look, dieses ausdrucksstarke. Ja. So, man muss ein bisschen aufpassen bei denen, wenn man die wegmacht. Das ist mir gerade aufgefallen. Dann bleibt immer ein bisschen was an den Zähnen, aber ist nicht so schlimm. Das kann man wieder wegmachen. Diese Farbe, die interessiert mich wahnsinnig. Also, wow. Nämlich diese hier. Es ist die 01 Stone Fox. Und es ist so ein ganz, ganz dunkles Grau ins Schwarz gehende. Ich zeige euch gleich nochmal alle geswatcht auf der Hand. Und ja, tragen wir die mal auf. Also die Farbe ist doch der Hammer, oder? Also ich finde, aufgetragen sieht sie sogar leicht grünlich aus. Aber ich finde, ja, es ist mal was anderes. Auf jeden Fall muss man das sich mal trauen. Jetzt zeige ich euch alle nochmal geswatcht auf der Hand. So, also das sind jetzt nochmal alle von Namen. Also ich finde, alle sind super, super schön. Vor allem diese zwei Alltagstöne. Denn die kann man super im Sommer tragen, wenn man schön gebräunt ist. Also ich finde diese Farbe auch sehr schön. Diese zwei sind gewöhnungsbedürftig, aber man kann sie auch tragen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde die Hammer. Also ich wollte sie euch einfach nur mal nahe bringen, mal zeigen. Und vielleicht gefällt es euch ja. Vielleicht lasst ihr mir einen Daumen nach oben da. Und ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare damit. Und ja, ansonsten sehen wir uns bald. Ciao!